Herzlich willkommen bei Techtel Mechtel, dem Schweizer Tech-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr speziellen Episode vom Techtel Mechtel Podcast. Heute reden wir nämlich nur über Starfield. Keine Angst, eine reguläre Episode kommt ja auch noch diese Woche, aber in dieser Episode reden wir nur über das neue Sci-Fi-Epos von Bethesda, das Anfang September ist rausgekommen. Wer sind wir? Ich bin dabei der Domagoj Belačić und außerdem der Philipp Brüeg. Hallo Phil. Ja, herzlich willkommen. Und der Simon Balisa. Hallo Simon. Salut. Ich habe mich gerade selber begrüßt. Ist auch gut. Das ist auch so ungewohnt, wenn man an der anderen Seite steht. Aber das ist gut. Für mich ist es ungewohnt, ja, dass ich dich anmoderiere, das ist komisch. Aber ja, wie gesagt, wir reden über Starfield. Das ist ein Spoilercast, ein Spoiler-Talk, wie auch immer dass man das nennen will. Das heisst, wir werden uns nicht zurückhalten mit Spoiler. Wir werden über alles reden, was wir gespielt haben, über Story, Gameplay, Locations. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht fertig gespielt habt, drückt jetzt Pause am Podcast, geht zu eurer Xbox oder PC und spielt das Game durch und kommt näher zurück und redet mit uns mit. Oder zumindest virtuell redet mit uns mit. Ihr werdet uns vielleicht im Kopf anschreien, weil ich glaube, wir werden ein paar Hot Takes haben zu dem Spiel, wo vielleicht nicht allen Bethesda-Fans werden gefallen, von ein paar Leuten, die jetzt hier Runde sind. Habe ich gehört im Voraus, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. So hot. Vielleicht. Genau, bevor wir einsteigen in die Diskussion, so ein bisschen zum Kontext geben für die Leute, die zuhören. Wie viel von diesem Spiel haben wir gespielt? Haben wir es durchgespielt? Wie viele Stunden haben wir investiert? Einfach, dass die Leute so ein bisschen wissen, was unser Stand ist. Ich fange selber kurz an. Ich habe das Game durchgespielt, letztes Wochenende tatsächlich erst. Ich habe etwa 55 Stunden besitzen und bin jetzt gerade im New Game Plus dran. Also New Game Plus habe ich vielleicht 3 oder 4 Stunden gespielt bis jetzt. Aber die Hauptstory ist durch und jetzt schaue ich mal, was noch auf mich zukommt. Wie sieht es bei dir aus, Phil? Ich habe etwa 50 Stunden. Ich bin beim New Game Plus. Also gar schon? Ja, ich habe dann einfach das nochmal schauen, was dort nochmal kommt. Ja, das würde mich auch interessieren. Ja. Nein, genau. Ich habe ja versucht, das Review zu machen. Es hat zeitlich nicht ganz gelangt, um es mal durchzuspielen. Und ich habe vor allem dort dann natürlich viel Zeit reputtert, aber ja, genau, es ist doch irgendwie auf 50 Stunden angewachsen. Gleiche beträchtliche Anzahl Stunden. Simon, wie sieht es bei dir aus? Nur 10. Und aber, also ein New Game Plus, ich könnte schnell sagen, was heisst das, was muss man machen, damit man New Game Plus kann machen? Muss man einfach die Hauptstory abgeschlossen haben, oder was? Einfach durchgehen. Hauptstory durchspielen, genau. Und dann kannst du sie nochmal neu anfangen spielen, oder was? Ja, wir können eben in dem Programm, Domi, wir können ja über die Story dann reden. Ich glaube, genau. Wir reden dann auch im Detail über die Story und wie das in New Game Plus eingeflochten ist. Okay. Aber in dem Fall für dich, Simon, ist es kein Problem, wenn du jetzt gespoilert wirst. Absolut nicht, nein. Weil tatsächlich, ich habe 10 Stunden etwa gespielt, aber wir kommen dann auch später noch dazu, Main Quest nicht angelangt, basically. Weil weiß auch nicht, ja, ich könnte es nachher nicht dann diskutieren. Gut. Aber ja, für mich ist es ein bisschen, ja, ich habe viel andere Shit gemacht. Du bist abgelenkt worden. Gut, also voll. Bevor dass wir dann über Details diskutieren, würde mich noch so interessieren, das Gesamteindruck, wenn ihr in 2-3 Sätzen, so Elevator-Pitch-mäßig, sagen, in 2-3 Sätzen müsst ihr sagen, was ist euer Gesamteindruck zum Spiel? Ich finde, es ist ein sehr ambitioniertes Spiel. Ich finde es ein gutes Spiel, wo eine gute Vision hatte, aber ich finde, viele Sachen, die Bethesda früher ausgezeichnet hat, finde ich, verkacken es da ein bisschen. Ja. Ambitioniert finde ich mega guten Ausdruck. Ja. Das ist, merkst, dass sie viel hervorkam mit dem Spiel. Absolut. Simon, du nach deinen 10 Stunden, so ein Fazit, Zwischenfazit. Ich finde es so ein bisschen Mass Effect, einfach extrem aufblasen, aber dafür auch extrem leer. Ist so mein Vergleich, weil ja, das ist mein Elevator-Pitch. Aber das heisst, ich liebe Mass Effect, das heisst, nichts Schlechtes. Okay, also nicht unbedingt nur negativ. Nein. Ich finde auch ambitioniert, dass viel, wie du es gesagt hast, finde ich eine sehr gute Beschreibung von diesem Spiel. Ich finde es auch sehr zerstückelt, wenn man das so kann sagen. Also es ist, ich war überrascht, wie zerstückelt es ist. Aber trotzdem habe ich wie die
die Magie von diesen Bethesda-Spielen, die ich früher gespürt habe, habe ich jetzt gleich wieder gespürt. Also, dass man Zeug entdecken will, dass man sich verliert in irgendwelchen Nebenquests, die man gar nicht vorhat. Das Gefühl hatte ich gleich. Und darum bin ich so ein bisschen hin und her am Schwanken zwischen, ich hätte mir wie etwas Zusammenhängenderes gewünscht. Und auf der anderen Seite hatte ich sehr, sehr viel Spass gehabt und endlich wieder mal ein gutes Bethesda-Spiel. Nach vielen, vielen Jahren, muss man ja sagen. Das letzte Fallout 4 ist ja 20. Was hast du darüber geschrieben? 2015 oder so rausgekommen? Also mir ist es eben auch, aber ich habe es wirklich traurig gefunden. Ich bin selten in einem Spiel eigentlich so hin und her gerissen gewesen zwischen der Lust zum Spielen, aber habe mich dann zum Teil stundenlang wirklich gelangweilt. Also wirklich, ja. Ich habe zum Teil einen Abend gespielt und habe wirklich, es war wirklich unbefriedigend gewesen. Es war langweilig gewesen. Und am Anfang habe ich mich wirklich zum Teil müssen bezwingen, aber dort habe ich halt wegen dem Review habe ich es gemacht. Und ich hatte dann aber irgendwie immer wieder Lust gehabt, aber die Lust ist wirklich nicht immer gleich erfüllt worden. Also es ist irgendwie, ich finde, es hat extreme Schwankungen, das Game. Und eben darum finde ich, genau, es ist eigentlich ein gutes Game. Es ist ambitioniert, aber es schafft nicht alles, was es will. Für mich. Ja. Grosse Ziele gehabt, aber nicht überall erfüllt, sozusagen. Mit was für einem Background und Starting Skills hat er gestartet. Ich bin so jemand, der im Character Creator sehr, sehr viel Zeit verbringt und nie weiss, was er soll wählen. Mit was hat er gestartet? So, dass ich ungefähr weiss, wie euer Playthrough am Anfang hat ausgesehen. So. Ja, ich fange sonst gerade an. Ich kann, aber das ist irgendwie so ein bisschen angekommen, weil ihr habt mir gesagt, was ihr gewählt habt. Und ich habe gesagt, ja, das nehme ich alles nicht. Dann habe ich mir ein verdammter Loner mit Alien-DNA gemacht, der introvertiert ist, aber auch gesucht wird. Und ich habe es Experiment 54 genannt, von vier Baden. Und habe dann nachher gedacht, ich roleplaye mal so als das Experiment 54 und wähle einfach wirklich so alle Antworten auch entsprechend dem aus, dass er wirklich, der nimmt keine Rücksicht, so, weißt, der ist alles gleich, der wird einfach herausfinden, wer das er ist und so, oder wer das es ist. Auch Ding, natürlich gender-neutral Pronomen genannt. So. Und das ist recht fun irgendwie, ja. Ich wünschte, ich könnte so, ich nehme mir immer vor, einen hure extremen Charakter zu machen, aber dann mache ich gleich jemanden, der ungefähr aussieht wie ich und einfach so langweilige Skillset, die ich immer nehme. Ich kann irgendwie, darum nicht irgendwie so voll drin zu gehen am Anfang. Wie sieht es bei dir aus, Phil? Was hast du? Aber ich glaube, da kommt das Game gerade entgegen, weil es spielt da überhaupt keine Rolle. Ja. Ich habe dann im Fall nicht einmal mitgenommen. Ich glaube, ich war Bounty Hunter, extrovertiert, einfach weil das ein nützliches Feature gewirkt hat. Du hast ja dann mit einem Begleiter hast du mehr Sauerstoff als ohne und du hast immer einen dabei, dann ist das wie, hat das kein Malus und dann haben wir irgendetwas. Und ich finde, die zeigen sich relativ schnell, dass die eigentlich praktisch null Einfluss haben auf das ganze Spiel. Ja, ist also das die, so? du redest über die Traits und nicht über die Skills, die du am Anfang eigentlich hat. Auch die Skills. Die Skills sind ja wie so, eben genau, du hast einfach einen Startvorteil oder einen Nachteil, aber du kannst die alle können die freischalten, darum machen die keinen Unterschied und die Traits eigentlich auch nicht. Die können mal lustig sein, aber ich habe nichts gehört und nichts erlebt, wo irgendwie darauf geschlossen hat, dass das wirklich einen Unterschied macht. Ja, bei den Trades habe ich wahrscheinlich das absolut nutzloseste genommen, vor allem, was du kannst nehmen, die drei. Ich habe Hero Worship genommen. Da verfolgt mich die ganze Zeit so eine Fan, den man aus Oblivion kennt. Der ist dort das erste Mal vorgekommen. Was so ein bisschen aussieht wie du, Simon, jetzt für alle, die es nicht gesehen haben. Also jetzt ich live oder mein Charakter im Starfield? Nein, du live jetzt hier im Podcast. Er verfolgt dich bis dahin. Der Simon hat blonde Haare, aus irgendeinem Grund, wo wir noch nicht verraten haben. Aber er hat blonde Haare, genauso wie der Adoring-Fan in Starfield. Und der verfolgt mich überall her und vergöttert mich die ganze Zeit. Finde ich lustig. Kids-Stuff habe ich noch gewählt, wo ich Eltern habe. Die haben mich dann ab und zu besucht bei Constellation. Ich habe sie auch besuchen. Ab und zu habe ich Waffen bekommen, ein Raumschiff vorne, aber auch nicht mega krasses. Und Dreamhouse habe ich genommen, wo du am Anfang ein riesen Haus hast auf einem Planet, wo du aber irgendwie ein Mortgage hast von 100'000 Credits, die du abzahlen musst. Das habe ich dann komplett ignoriert, weil ich habe keine Geduld gehabt, mir irgendetwas Schönes einzurichten in diesem Haus. Das ist dann egal. Was, und das musst du aber abzahlen? Also wie abzahlen? Das musst, und sonst kannst du nicht rein? Oder wie ist es? Ja, genau. Es wird sonst gesperrt und du kannst nicht reingehen. Und du musst es irgendwie wöchentlich bei der Bank abzahlen. Oder du kannst es einfach komplett ignorieren und es fragt nie jemand danach. Okay. Das habe ich dann gemacht. Es kommt nie irgendwie Moskau in Kasso. Nein, das hätte ich lustig gefunden, aber nein, es kommt eben leider nie jemand. Ja. Und darum wahrscheinlich, das ist das absolut Sinnloseste, was du am Anfang kannst wählen, nehme ich mal an.
Gut, also, jetzt wissen wir, wie wir gestartet haben. Reden wir, glaube ich, als nächstes am besten über die Story. Weil ich finde es einerseits wichtig, weil ich erst gelesen habe, das finde ich sehr interessant, der Todd Howard hat in einem Interview gesagt, dass das mitunter das erste war, das bei diesem Spiel ist gestanden, so auf konzeptueller Ebene. Dass ich die erste Idee hatte rund um die Story, um die Artefakte und wie die Artefakte nachher ins New Game Plus reinspielen, dass das so eine Kernidee war. Und vielleicht für den Simon, jetzt dass du weißt, um was es geht, auf was die Story rausführt. Es geht schlussendlich um multiple Universen. Das heisst, die Artefakte, wenn du genug von denen sammelst, kannst du ein Tor öffnen zum Multiverse sozusagen. Okay. Das ist im Fall, das ist geil. Das ist irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Tommy, aber das ist irgendwie nach dem zweiten Artefakt ist irgendwie klar gewesen. Das Game kann ja nur, es ist so offensichtlich in dem Game, wo es geht. Ja. Aber es hat mich überhaupt nicht gestört. Das ist wie so. Voll. Das wollte ich auch eine Frage, ab wann ist dir klar gewesen, dass es in die Richtung geht? Weil bei mir war es so ziemlich früh gewesen. Vor allem, ich habe gelesen von Leuten, die es halt schon durchgespielt haben oder irgendwie gesagt haben, das New Game Plus ist super geil und es passt super gute Story. Dann ist wie sofort klar, okay, es muss auf das rauslaufen oder es ist ein neues Universum oder Zeitreise, habe ich gedacht. Vielleicht auch etwas mit Zeitreisen, dass du als Zeitreisen zurückgehst und nochmal alles neu kannst erleben. Aber genau, das ist die Story. Und ich habe mega unterschiedliches gehört. Also ein paar Leute sagen, es sei die beste Bethesda-Story, die sie je gemacht haben, bis hin zu, es war komplett belanglos und langweilig gewesen. Simon, du hast ja gesagt, du hast dich bis jetzt noch gar nicht mit der Hauptstory beschäftigt oder hast du das Minimum gemacht? Nein, weil das eben genau so eine Story ist, wo so, man, wie oft hat man schon Artefakte gefunden in Science-Fiction-Games, wo man dann irgendwie alle muss suchen. Das ist so extrem abgecatcht irgendwie. Und jetzt, wenn wir jetzt sagen, es gibt noch das Multiverse, habe ich noch viel weniger Bock auf das, weil das Shit haben wir schon 100-mal gesehen und es ist schon 100-mal extrem geil gemacht worden. Nier Automata kommt mir da in den Sinn zum Beispiel, wo du auch im New Game Plus ein komplett anderes Game hast. Also hast du eigentlich 3-mal das New Game Plus müssen machen, bis du das richtige Ende gesehen hast und so. Und dort ist es natürlich extrem geil gemacht gewesen und ich bezweifle allein schon nur, weil halt Bethesda so ein Open-World-Game hat, dass man das so tight kann erzählen kann wie irgendein Nier Automata oder so. Jetzt, wo ich es gerade so höre. Ja. Darum irgendwie bin ich safe. Einfach mache ich, glaube die Story einfach glaub, hey, nicht. Probiere einfach mal zu gamen. Das gilt an und für sich für alles. Ich finde, nichts von dem, was dort drin hat, ist irgendwo best in class. Das Story nicht. Ich finde auch, es ist die beste, die sie schon erzählt haben, aber ich meine, die Westlatte ist so unglaublich. Aber die ist nicht sehr hoch gewesen. Ja, Bethesda-Spiele sind nie bekannt gewesen für die geile Hauptstory. Das ist eine Türschwellenhöhe. Also weißt du wirklich, das ist so niedrig. Sie fängt extrem langweilig an, finde ich. So wirklich, hey, da Artefakt, da such ein paar. Und dann wirklich auch so, schau, da ist übrigens gerade das Nächste. Kannst du es gerade holen. Kommst du in so einen beknackten Raum, wo du dann rumschwebst und die leuchtige Symbol reinfliegen musst, etwa 10-mal, wo du dann immer das Gefühl hast, mache ich etwas falsch? Und dann geht das Portal auf, fliegst du dir, kommst eine neue Power rüber und du machst das noch etwa 20-mal. Aber die Story, ich kann sie... für mich ist sie für so ein Open-World-Game eigentlich genau richtig. Also weißt du, klar, sie kann auch noch besser sein, aber es ist so, die Game haben ja mega viel Inhalt und es ist einfach genau gut genug gewesen, dass ich eigentlich noch Lust hatte, sie weiterzuspielen und es ist mir ums Erlebnis gegangen. Es führt dich vor allem am Schluss an mega geile Set-Pieces hin. Domi, das hat, wir haben glaube ich gerade den gleichen geil gefunden, wenn du wieder auf die Erde gehst, wo so ein Startrampen ist von so einem riesigen Raumschiff. Einfach, dort habe ich glaube, beim ersten Mal gesagt, ey, wow, das ist einfach geil. Ich will so Zeug erleben, weißt du, so Set-Pieces. Und ich habe sie dann auch am Schluss einfach richtig so für so ein Game richtig erfüllend gefunden. Überhaupt nicht, es ist nicht unerwartet zu kommen, aber es ist einfach im Vergleich zu diesen Bethesda-Games, wo am Schluss einfach irgendwie so eine Dia-Show kommt mit, hey, der hat überlebt, der nicht, der ist jetzt dort hingezogen. Und da hast du einfach irgendwie so... einfach ein geiler Schluss. Es geht dann eben um, du kannst so verschiedene Arten spielen und du kannst dann triffst dann beim einen Ort wie dich selber eigentlich, oder? Also du eben eine andere Version von diesem Multiversum irgendwie und kannst dann auch wählen, willst du einen von denen, die kommen dir im Verlauf des Game auch vor, hast du die, wie heißt es auf Deutsch, die Sternenleute da? Auf Deutsch weiß ich gar nicht, aber auf Englisch ist Starborn, ich glaube Sternenbluter auf Deutsch oder so irgendetwas. So, die sind so auf eine Art wie Aliens eigentlich, oder? Also eben nicht, also, sie sind eigentlich auch so Reisende, oder?
Und du kannst dann auch so einer von denen werden. Und das läutet dann auch das New Game Plus ein. Dann fängt eben das Game wieder von vorne an. Ist halt ein bisschen doof. Du verlierst dein Raumschiff, deine Außenpost. Das hast du leider alles nicht mehr. Kommst dafür sonst ein geiles Raumschiff über. Und das kannst du dann einfach wieder machen. Du kannst dann das immer nochmal durchspielen. Und da muss ich noch etwas sagen, was ich selber nicht erlebt habe, aber noch gelesen habe. Und das finde ich noch witzig, aber jetzt auch nicht mindblowing. Aber es kann dann ziemlich geil. Dann können wirklich noch lustige Sachen passieren. Weißt du, so Multiversen, wo es nur dich gibt. Also Klon von dir. Alle sind du. Oder die einen sind plötzlich böse und so. Da gibt es schon noch schräge Sachen. Okay. Das ist noch witzig, aber ich glaube, der Aufwand rechtfertigt es nicht. Weil ich habe es eben zweimal durchgespielt und der Schluss, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Tommy, ich habe den Schlusskampf eigentlich noch geil gefunden, aber ja. Es war eine halbe Stunde pure Nonstop-Ballerei gewesen. Und genau, ich habe es dann nochmal gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dort habe ich es noch normal gemacht. Habe ich es vielleicht ein drittes Mal gemacht. Irgendwann schon in God-Mode rein, weil ich fand, Alter, ich schiesse jetzt nicht nochmal eine halbe Stunde lang. Es ist ja schon geil, aber das ist einfach ein Vielballer und ich wollte einfach wissen, wie es ausgeht. Aber das finde ich eine witzige Idee. Das ist doch mehr, als man von Bethesda kann erwarten, finde ich. Yeah. Also. Mm. Ja, ich finde auch also als Grundidee, als Aufhänger, dass es das gibt, finde ich es auch cool. Aber ich finde auch, wie du gesagt hast, du hast die NASA-Mission erwähnt, wo man die Startrampe untersucht auf dem Mars. Wegen so sättige Momente hätte ich es viel mehr gebraucht, der Hauptstory, wo ein bisschen mehr Substanz geben. In dieser Mission, Simon, du hast sie auch noch nicht durchgespielt, bist noch nicht so weit gekommen, die ist relativ am Ende vom Ganzen. Du hast als NASA-Gebäude, ist es auf dem Mars oder auf der Erde? Auf der Erde. Auf der Erde. Du hast untersuchen und es ist wie ein Museum vor Raumfahrt eigentlich. Wo nachher wie gemischt ist mit halt echten Fakten. Das erste Mal, wo wir auf dem Mond gelandet sind und siehst dann halt all die Geräte, die dort gebraucht wurden. Aber halt dort, die Timeline geht dann weiter, oder? Und du siehst schon Sachen, die gar nicht passiert sind. Und du erfährst eigentlich, wie das Ganze, wieso das die Erde in diesem Spiel, wieso dass sie so kaputt ist, wie sie ist und wieso dass die Leute nur auf der Erde leben und wie froh, dass sie die Technologie haben und so weiter und so fort. Und das habe ich hure geil gefunden, dass du wirklich so ein bisschen Substanz bekommst und Hintergrundgeschichte. Und das hat es am Anfang viel zu wenig gehabt. Da bist du wirklich vom einen Artefakt zum nächsten geschickt worden. Und das war so ein sinnloses Abarbeiten gewesen, von ab zum nächsten. Ja, nein, das habe ich wie so ein bisschen antizipiert. Ich finde irgendwie, weißt du, ich habe wirklich keinen Bock gehabt, auch in die Constellation. Oder was du willst, du musst dort bei denen mitmachen, aber was ist, wenn ich das nicht will? Wenn ich nicht will, in dieser fucking Zigarren-Lounge steht, irgendwie diesen Leuten irgendwie auf Ledersofas zuhören und sagen, dass wir jetzt da Explorer sind. Das will ich nicht und ich habe gar keine andere Option, oder? Ich komme nicht irgendwie anders an die Artefakte. Das finde ich so. Wäre cool gewesen, hätte ich so wie drei verschiedene Möglichkeiten gehabt, dass wir die, also weißt du, schon von Anfang an. Der Turm hat es mir so ein bisschen abgelöscht und darum bin ich dann einfach selber ein bisschen auf Deutsch. Ja, das stimmt, wäre geil, weil ich auch voll als Weltraumpirat einfach die Artefakte könntest jagen, ohne die Constellation, das wäre schon lustig. Gell, im New Game Plus Phil, gibt es auch keine Möglichkeit, Nein zu sagen zu Constellation. Also du wirst immer binnen eingeschleust. Du jetzt kannst einfach sagen, du kannst glaube einfach auf Ego-Ding machen. Das glaube ich kannst. Okay. Ich glaube, nachher kannst du es, weil du kannst ja die auch einfach über den Haufen schiessen, glaube ich, dort. Die kannst du, glaube ich. In dem Game ist ja sehr inkonsequent, wer kannst du über den Haufen schiessen, wer nicht, wer rumkreucht, wer stirbt, wer gar nichts merkt, wenn er runterschiessen ist. Ich finde, das Game ist ein bisschen, zum Teil ist das Game schon ein bisschen all over the place. Also mit so, eben, mit coolen Sachen, wo das Gaming reagiert, hast du das Gefühl, was du machst, und dann eben irgendwie Charakter, die einfach überhaupt nicht reagieren. Und ich kann sagen, wir haben eigentlich eher, ich habe das Universum so ein bisschen zahm gefunden. Es ist irgendwie so ein bisschen bünzlig. Also weißt, es hat so keine Ecken und Kanten, alle sind so ein bisschen gleich. Also weißt, klar gibt es Piraten und so und irgendwie die sozusagen Behörden oder was auch immer und so, aber ich finde, die sind sich auch gar nicht so krass unterschieden und ich hätte ja das Universum viel, weißt du, auch mit düsteren Ecken und so und in irgendwelchen Abgründen und so. Aber da habe ich das Gefühl, ist alles so ein bisschen, bewegt sich so ein bisschen im gleichen Spektrum irgendwie. Mhm. Von dem her habe ich glaube ich, es noch recht easy gefunden. Also, ich fand, es hat genug Abwechslung gehabt, aber von der schönen, sauberen Welt von Constellation und New Atlantis bis hin zu eben den Weltraumpiraten, die grössten Arschlöcher sind, also die Crimson Fleet, oder? Mhm. Aber dann hat es auch so
ganz andere Ecken gehabt, mit ganz anderen Charakteren, wie auf Neon zum Beispiel, wo du, je nachdem, welche Sidequests du dort annimmst, plötzlich in so einer Corporate-Espionage-Welt drinnen bist. Mann, das bin ich jetzt eben. Das machst du. Das finde ich richtig geil, ja. Das habe ich zum Beispiel, von dem her habe ich genug Abwechslung gefunden. Ich habe schon gefunden, dass je nachdem, wo du hergehst und du fast dich konzentrierst, dass du auf recht andere Leute stossest, die anders getroffen sind. Ich habe die Charaktere, die einzelnen Charaktere an sich, die du triffst, habe ich wie teilweise nicht spannend genug gefunden. Also zum Beispiel bei Constellation hatte es jetzt niemand gehabt, wo mich irgendwie mega umgeworfen hätte und wo ich mit ihm mitgelitten hätte. Yeah. Ausser bei Sarah, aber einfach weil ich die geromanced habe. Ich habe einfach bei jemandem habe ich einfach schauen, wie weit man gehen kann. Dann sind wir so weit gewesen, dass wir heiraten wollten. Okay, sie hat gesagt, wir heiraten den nächsten. Und dann ist sie gestorben bei der Mission. Und das ist so der einzige Punkt gewesen, wo ich gefunden habe, okay, ja, tut mir jetzt schon noch leid, aber das war so wie auf einer Meta-Ebene, einfach weil ich so viel Zeit in sie investiert habe, um sie romanzen. Aber dann ist sie einfach gestorben während der Mission. Aber nicht, weil sie geromanced hast, ist sie gestorben, sondern das gehört dazu, dass die stirbt, oder wie? Ich glaube es eben schon. Das ist noch ein Punkt, den ich genau bei der Hauptstory besprechen wollte. Es gibt eine Mission, ich muss schnell nachschauen, wie die heisst, High Price to Pay. Ja, ja. Ich glaube, dort ist einfach so, dass die Person, die du am meisten Zeit investiert hast, stirbt, wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Aber ist das dort, wo du wählst, entweder verteidigst Constellation oder gehst hoch ins Ei? Genau, es gibt eine Situation... Ich glaube, das entscheidet im Fall, weil ich bin hochgegangen in die Raumstation, ja, und der Barrett ist mir gestorben, wie der Typ heisst, siehst du die Figur? Ja. Der war Stunden, darum ist der gestorben. Ja. Ich finde es wie du im Fall, die Figuren, Simon, ich weiss, du bist nicht lange bei der Constellation gewesen, aber in dem ganzen Game, die Figuren, die erzählen dir einfach, wer sie sind. Also weißt du, hey, ich bin da der alte Typ, der Geld gibt, ich bin so ein bisschen, er erzählt dir sein Charakterprofil. Und irgendwie, wirklich, es ist halt eben wirklich schwierig, vorher Baldur's Gate gespielt hast und dann kommst du da hin und es ist einfach, lesen dir von einer Karte ab, oder was? Das ist wirklich heavy, weil das ist so gut geschrieben, dass es Baldur's Gate und du bekommst so viel mit über auf einer anderen Ebene und dann nachher haut es dir da irgendwie voll alles in die Fresse rein, direkt im ersten Satz und bist so, ja gut, ich bin fucking Weirdo, wo da ankommt und du sagst mir jetzt schon irgendwie, oder? Du sagst, gibst mir jetzt volles Vertrauen und schickst mir schon irgendwie, das ist so ein bisschen, Das hat mich mit den Charakteren, die dummes Zeug erzählen, das ist... In dem Zeitpunkt, wo Sarah gestorben ist, kurz nachdem hat der Cole, der Cowboy, oder, hat mit mir reden. Sie sagen ja immer, wenn sie irgendetwas von dir will, hey, let's talk, oder do you have time to talk? Sehr oder natürlich, so. Und dann habe ich gefunden, okay, er will auch über das reden, was passiert ist, weil es ist vor seinen Augen erschossen worden, oder? Und er fand die Konversation an und er fragt mich, hey, wie fühlt es sich eigentlich an, mit dem legendären Cole unterwegs zu sein? Und lacht mich so blöd an. Wow, du hure Arschloch. Es ist jemand von deinen Kollegen gestorben, vor deinen Augen erschossen worden und du willst nur über dich reden. Und das ist nicht die einzige Situation gewesen. Es sind mega viele komische Situationen gegeben, wo sie mit dir reden wollten. Irgendetwas komplett Belangloses. Mhm. Und um dich herum ist irgendetwas super Krasses passiert. Alien-Artefakte oder so. Und sie finden irgendwie, hey, ich weiß auch nicht, ich habe dort als Kind irgendwie mir einen Bubenstreich gespielt oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist nicht so. Context-Awareness kennt das Game irgendwie nicht. Ja. Und das ist halt schon, liegt sicher auch zu einem Teil daran, dass es dann so riesig ist, weil du kannst all das Zeug könntest gar nicht irgendwie richtig abfangen in dieser Massive Open World, so habe ich das Gefühl, oder? Also eben, genau, wir können vielleicht mal aufs Ding drauf gehen, wegen Story, was ja eben die Bethesda-Games ja oft ausmacht, ist ja eben eigentlich das Entdecken und die Nebenquests. Und eben, ich weiß nicht, ob es dir damit gegangen ist oder eben Simon, deiner 10 Stunden. Ich habe im Fall 50 Stunden, ich kann es einer Hand abzählen, weißt du, so halbwegs lustige Sachen erlebt. Weißt du, so, die sind ja für sich gesehen nie grossartig, aber es ist einfach, wenn du sie genug oft oder immer wieder mal etwas entdeckst, was witzig ist, das macht es für mich amigs aus, die Bethesda Games. Ja. Und ich habe mega wenig lustige Sachen entdeckt. Die eine da, von dem erzählt er jeder. Da das Casino, wo du irgendwie das Raumschiff gehst rein und das ist ein Casino, wo Schwerelosigkeit und dort sind Banditen drin. Und das ist aber wirklich geil. Ja, das ist schon noch witzig. Aber ich meine auch dort. Wann kommt das? Ja, das kommt einfach irgendwann. Ich glaube, das ist
zufällig, du schnell reisen und von irgendeinem Planet auftauchst. Okay. Es ist ziemlich sicher gescriptet, weil im Fall ich in jedem Podcast, wirklich in jedem zum Starfield, haben die das erlebt. Ja, das habe ich das wirklich auch schon gehört. Ja. Oder die Mission, die Nebenmission mit dem Mantis, mit Batman-Verschnitt, die habe ich ja tausendmal gesehen auf Twitter. Aber die ist wirklich noch cool gewesen. Und die anderen mag ich mich schon nicht mehr erinnern, aber es hat einfach... Ich finde, für mich hat es viel zu wenig gehabt. Und ich glaube, für mich ist das so der Kern, warum ich es eben... Ich habe es zwar 50 Stunden gespielt, aber ich habe echt das Gefühl, das läuft wirklich einfach ein Open-World-Game, dort ist die Messlatte, dass du kannst Zeit verlochen kannst, ist einfach gering. Das ist einfach, ich habe das Gefühl, es ist relativ einfach, in Anführungszeichen, dass du viel Zeit investierst in ein Open-World-Game, weil es einfach viel zu tun gibt. Mhm. Und wenn es einfach genug gut ist, dann kann ich zumindest einfach... Weil Open-World-Games etwas Geiles sind und Popularität der Games bestätigt ja, kann man schnell viel Zeit verlochen, auch wenn man es nicht immer, wenn man es einfach nur gut findet, oder? Mhm. Hey, aber ich habe ich hab bis jetzt eigentlich schon recht coole so Sachen erlebt, wo aber auch gar nicht irgendwie jetzt zu diesen Hyper, irgendwie das Casino, vielleicht bin ich an dem irgendwie einfach vorbeigeflogen. Aber auf dem hohen Western-Planet, den Banküberfall, habe ich auch noch nice gefunden, zum Beispiel. Und so. Und da hast du ja auch schon verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie zu lösen. Und so. Und das, aber zwei, oder? Also man entweder redest mit dem oder du gehst einfach rein. Und auch dort, dann sagen sie, oh, ja, komm, du gehst rein, der Herr gelaufen. Im Hintereingang könntest du eben auch noch rein, oder? Eben, das bin ich rein. Ja. Aber ich meine, das sind zwei Dinge. Du kommst irgendwann an einen Banküberfall an, oh, du möchtest hier der Verhandlungstyp sein. Klar, ich kenne das nicht. Das ist schon ein bisschen weird, natürlich. Aber ich weiß noch, ich weiß schon. Aber ich habe das irgendwie voll noch easy gefunden. Vielleicht bin ich dann einfach auch easy, simple und einfach zu befriedigen. So. Sind sie auch easy? Ja. Eben. Also, eben, es ist nichts Neues, oder? Wie wahrscheinlich die ganze Hauptstory im Multiversum und so. Neues ist es nicht. Außer was ich finde, so das ganze Design von diesen Raumschiffen, die sie da irgendwie NASA-Punk nennen und so, das finde ich mega, mega geil. Das ist wirklich geil gemacht, ja. Und gerade die Western-Welt fällt dann eben dort wieder ein bisschen ab. Dann finde ich sie ja gut, jetzt haben wir einfach Assets von Fallout nochmal schnell reinkopiert. Aber sonst finde ich eigentlich... Das Zeug recht geil gemacht und das NASA-Punk-Zeug finde ich auch der Affe geil, wirklich so. Das ist so etwas, was ich weh noch selten gesehen habe in einem Sci-Fi-Game. Das ist so. Also ich bezüglich der Nebenmissionen bin ich glaube so recht zufrieden gewesen. Also ich habe nie irgendwie einen Punkt gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich nichts Spannendes zu tun habe. Also vielleicht mal eine ist nicht so spannend gewesen, aber dann bin ich echt zum nächsten gegangen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass es halt alles auf Schnellreisen basiert, das ist wie ein Fluch und ein Segen, weil einerseits kannst du weniger eben zusammenhängende Züge entdecken, aber andererseits kannst du mega schnell zwischen den Missionen die ganze Zeit hin und her wechseln und wenn dir etwas nicht gefällt, gehst du zur nächsten. Und du kannst irgendwie in mega kurzer Zeit kannst du viel Züge erleben und ich habe eigentlich immer etwas in meiner Questline gehabt, das ich gerade spannend gefunden habe und immer so ein bisschen hin und her gewechselt zwischen Nebenquests machen oder Faction-Quests und zurück zur Main-Quest und bin eigentlich bezüglich der Inhalte der Missionen bin ich recht zufrieden gewesen. Etwas vom Coolsten, was ich erlebt habe, ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon gesehen hat, das war, glaube ich, so ein Zufallsencounter, so ein riesiges Raumschiff, das plötzlich vor mir war, wo ich aber keine Kommunikation aufbauen zu ihnen. Mm. Und dann bin ich aufs Raumschiff rein und habe herausgefunden, dass sie Leute, die von Erde sind, die irgendwie schon 200 Jahre unterwegs sind, so ein Generationenschiff, wo irgendwie die Verbindung zur restlichen Menschheit verloren hat. Also die wissen gar nicht, was das ist. Technologie und so, wie sich das entwickelt hat. Und das habe ich zum Beispiel so etwas mega cooles gefunden. Oder so. Aus dem heraus ist dann eine mega Questline entstanden, wo du schlussendlich können entscheiden über das Schicksal von dieser Flotte, wo die irgendwie mit Laserkanonen abschießen, weil sie auf einem Planet landen wollen, der eigentlich schon besetzt ist. Und die auf dem Planet waren, haben es nicht cool gefunden. Und dann ist entweder denen können helfen oder der Flotte können helfen oder beiden probieren zu helfen. Und so Missionen, so Nebendings habe ich recht oft gehabt. Die sind plötzlich rein gezogen geworden in etwas viel Größeres, was ich nicht erwartet hätte. Und genau das meine ich mit dieser Bethesda-Magie, oder? Dass plötzlich unerwartet irgendetwas drin bist und das Geld ist als das, was du der Hauptmission machst. So. Aber ich hatte die auch im Fall und ich weiß auch nicht, das war mir genau auch so eine gewesen. Die war easy gewesen. Ich habe sie dann nicht mal am Stück gemacht, weil ich sie einfach... Ja. Ich habe im Fall wirklich... Über das haben wir noch gar nicht geredet. Das Game ist für mich in vielen Belangen nicht mehr zeitgemäß und das liegt schon daran, dass die Gesichtsanimationen, die Dialoge sind schlecht und dann zieht es mich einfach wirklich oft nicht rein, weil auch, und dann, weißt du, wie das Gameplay nicht
finde ich nicht so gut oder einfach nicht mehr modern ist. Du gehst dort rein, genau, du schneller reist in das Raumschiff, gehst rein, dann rennst du rauf, laufst in so einer statischen Person an, die erzählt dir immer gerade ihre ganze Lebensgeschichte und dann ist die Geschichte ist noch easy für mich, also ich kategorisiere jetzt nicht, ich finde das nicht grossartig. Das war noch witzig, dann gehst du runter, aber du quatschst mit irgendeinem und dann kannst du verhandeln, kannst sagen, ja, okay, komm, ich suche irgendeinen Antrieb, damit das Raumschiff wegfliegen kann. Mhm. Und eben, es ist so nicht, die Präsentation hat für mich schon noch viel damit zu tun, glaube ich, wie spannend dass das wäre. Können wir über Cyberpunk heute, wenn wir ihn veröffentlichen, können wir. Ich darf es einfach nicht zeitlich veröffentlichen, aber genau. Einfach klar, das ist wie etwas anderes, aber dort, die Gesichtsanimationen sind auch gar nicht mehr so krass, aber ja. Das ist viel besser dort, das zieht mich so mehr rein, weil halt nicht einfach jeder einfach wie eine Puppe da steht, gerade in dein Gesicht hineinschaut. Das ist das Problem, du bist halt einfach wirklich gelockt und ja. du kannst die Kamera ein bisschen bewegen, auf, runter, links, rechts, aber sie starren dir einfach in deine Seele und blinzeln dir. Sie starren durch dich durch. durch deine Seele, ja. Und die Augen sehen so leblos aus und irgendeine Gesichtsanimationskünstlerin auf Twitter hat irgendwie erklärt, wieso dass sie so komisch aussehen, wenn sie reden. Hast du es gesehen, weil sie nicht alle Muskeln benutzen, die man sollte benutzen. Und wenn sie lachen, sieht es dann aus wie das Meme von «Hide the Pain, Harry». So ein künstliches Lachen, weil halt nicht alle Gesichtsmuskeln benutzt werden. Das ist schon so, ja, die Präsentation kann natürlich einen Einfluss haben darauf, oder wie investiert du bist in die Quests und in die Story, die präsentiert wird. Definitiv. Ich glaube, es hätte mir geholfen, dass ich einfach ein bisschen, genau, ich hätte es ein bisschen mehr gefühlt. Und weißt, es fehlt damals ja nicht viel. Weißt, weil eben, ich müsste mir nicht die fantastische Story erzählen, aber wenn es einfach die Präsentation ein bisschen besser ist und irgendwie ein bisschen dynamischer, glaube ich auch, dann ist man ein bisschen, ja genau, spürt man sich ein bisschen mehr das. Was hätte denn Simon, an Ryujin Questline, die wir vorhin angeschnitten haben, in Neon, was hätte ja der fasziniert? Du hast ja gesagt, die findest du recht geil, oder? Also dort, wo du Spion wirst für das Unternehmen und andere Unternehmen gehst, ausspionieren und sabotieren. Basically, dass ich nicht haben müssen ballern. Okay. Oder dass viel, gar nicht viel haben müssen ballern, sondern andere Wege finden. Es ist dann natürlich schon so, dass du irgendwie halt hinter einem Rücken von einem irgendwelche Schlösser knackst und das ist oft, also weißt du, gehst irgendwie dann so in so einem Waffenladen einfach hinten rein und dann sagt so, hey, du hast da nichts verloren. Aber dann sitzt er wieder an und bastelt das in einer Gun und dann kannst du hinten rein und so. Aber ich habe das eigentlich mega geil gefunden, dass es nicht einfach nur immer stumpf irgendwie rumballer ist, sondern dass sie explizit sagen, hey, mach keine Szene dort und so. Und irgendwie das noch geil gefunden, dass man dann halt so in die Corporate-Welt reingeht. Weil ich habe gefunden, mein Charakter ist genau so ein bisschen der Du, der hat so keine Ahnung, wer er ist und so, aber auch ohne Rücksicht, der muss jetzt einfach zuerst mal Cash machen. Und vielleicht findet ihr auf dem Weg irgendwie so etwas. Das habe ich aber das genau cool bei so Missionen oder so bei so Questlines würde es viel helfen, wenn die Präsentation ein bisschen besser wäre, mega. Oder? Das ist halt schade, weil sie schaut dann nachher dort in ihrem Büro irgendwie in die Scheibe rein und dann nachher irgendwann dreht sie sich so weird um und es ist alles so Uncanny Valley. Es wäre so geil, wenn dort ein bisschen mehr Animationen drin wäre und so. Muss ja nicht, wie der Phil sagt, man kann es ja gar nicht wahrscheinlich so gross übertreiben, aber es ist doch alles ein bisschen statisch und so. Und weißt du, so bei Skyrim hat die das noch weggehauen, die Open World. Aber Skyrim ist halt irgendwie wann rausgekommen. Das ist ein Zeitchen her, ja. Nein, es ist jetzt 100 Jahre, 10 Jahre Skyrim, 2012. Weil eben, sonst finde ich nämlich auch, dass das generelle Design und so von der ganzen Welt, finde ich auch, das ist das, was mich, glaube ich, auch noch lange drin gehalten hat. Weil, auch wenn du bei den Planeten meistens gar nicht viel zu entdecken wirklich hast, oder? Aber sie sehen einfach schön aus. Ja. Und auch wenn ich nur ein paar Minuten dort bin, finde ich es einfach geil. Es ist ein cooles Design, es hat dort auch genug Abwechslung. Das Design von der Raumschiff und so, es ist so detailliert, da habe ich richtig Freude gehabt. Das ist wirklich cool, geil, ja. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich in einem Raumschiff bin und rumschaue und all die Details, was dort drin hat. Das ist cool, geil. Und das hilft dann, dass ich lange gerne dort bleibe. Darum ist es so schade, dass es einfach bei den Figuren so abfällt, oder? Ja. Jetzt, wo du Planeten erwähnt hast, es gibt ja über 1000 Planeten im Spiel. Ja. wie hat er das wahrgenommen? Oder ist es wie etwas gewesen? Hat er das Gefühl dafür bekommen, dass es so viel von denen gibt? Und hat er die tatsächlich erkundet? Oder? Absolut nicht. Ich bin noch nie auf einem Planet gewesen. Ich hoppe von Stadt zu Stadt, weil die sind schön gemacht, das finde ich geil. Und irgendwie... Ja. Ich bin jetzt auch missionsbedingt noch nie, habe ich niemand anders hin müssen als in der Stadt. Und
es gibt gar keinen Grund. Auch irgendwie, man könnte ja wahrscheinlich dann dort irgendwie Crafting-Material abbauen und so. Oder ja. Mit dem Mining-Laser. Mit Aussenposten, genau, kann man machen, ja. Ja. Ist aber eh noch nie mein Ding gewesen. Also weißt du, ich die Frau vom Kollegen, die fühlt das was voll hat, hat mir auch alles irgendwie bauen und so. Die hat das Geilste gefunden und sich irgendwie eine riesen Türme gebaut und so. Ich bin genau das Gegenteil. Das ist nicht Minecraft, Mann. Ich will vorwärts machen, weil da nicht an. Ja, aber darum, ich weiß auch nicht. Offenbar sind ja die Missionen dann auch immer gleich, oder? Auf diesen Planeten. Dann findest du irgendeinen Aussenpost und dort hat es dann den Dudes oder nicht. Und irgendwie. Oder wie ist das? Ja, genau. Also ich finde auch zum Entdecken, da habe ich ehrlich gesagt fast nie wirklich etwas natürlich so entdeckt. Aber ich habe im Fall die Städte eigentlich den Tiefpunkt gefunden. Ich habe schlussendlich nämlich gemerkt, die Missionen auf der Stadt finde ich die mühsamsten, weil du bist ständig, musst du zwischen so kleinen Bereichen hin und her reisen. Nur schon, wenn du zu einem Händler gehst oder rein, das reißt mich völlig raus. Und ich hast keine Map? Ja, hast nur so Questmarker, wo du nicht so weißt, welcher. Also, dann wissen die, welcher Questmarker welcher ist. Es hat einfach 100 Questmarker und dann bist du, das ist die DJ. Das ist eine. Oder? Ich kann nicht verstehen, wer bei Bethesda gehockt ist und gefunden hat, nein, wir brauchen keine Maps für die Städte. Doch. Wie kannst du so etwas entscheiden? Es ist die absolute Handy. Aber offenbar gibt es im Jahr 2600 oder wenn das ist, keine Google Maps mehr. Ja, das habe ich auch gedacht. Es ist so. Ja. Nein, aber ich habe im Fall darum die Mission auf dem Planeten viel spannender gefunden, weil dann bist du mal ein bisschen länger in einem Gebiet, du kannst dich ein bisschen freier bewegen. Ja, das stimmt, ja. Und es hat weniger Unterbrüche. Und die habe ich am meisten gefühlt. Und ich hatte, weil gerade am Anfang bin ich viel in der New Atlantis, die Hauptstadt. Finde ich die mieseste Stadt, die es gibt. Die ist nicht cool. Ich finde die scheiße Design, die sieht hässlich aus, ja. Hat die hässlichsten Bäume seit Oblivion, seit Morrowind, ich weiß doch nicht. Die Planeten irgendwie, die finde ich, die kannst du ja umgehen mit dem Jetpack und eben, dann siehst du andere Planeten und dann gehst du auch mal irgendwo in eine Station rein und die ist dann auch wieder ein bisschen grösser. Dort habe ich es viel eher gefühlt und oder am Schluss dann tatsächlich auch ein bisschen mehr mit dem Raumschiff, obwohl du ja fliegst nicht wirklich um, leider. Ich finde, das beeinträchtigt eben das Gefühl vom Raum. Hey. Voll, da bin ich überrascht gewesen, wie wenig Zeit oder wie irrelevant das Raumschiff eigentlich ist schlussendlich. Also klar, du kannst huere viel Zeit investieren und das geiles Gefährt bauen, aber am Ende des Tages, so wie ich gespielt habe, ist es komplett egal gewesen. Ja, und das ist eben, und dort finde ich so, das ist so Mass Effect, dort ist das Raumschiff gar nicht wichtig. Es ist schon wichtig, du läufst halt dort rum und redest ein mit den Leuten und so, aber es gibt nie irgendwie Spacefights und so. Und ich finde, das hätte jetzt wie... Das Raumschiff hätte jetzt einfach auch können. Das macht Mass Effect dann aus. Darum ist das. Oder du kommst ja dort auch einfach von Planet zu Planet und so. Und das, aber das Raumschiff ist dann zwischendrin, wird so ein bisschen als Setpiece genutzt für Konversation mit deiner Party etc. Und, so. Ja. Und das hält dann nachher das irgendwie zusammen. Und so, das verfetzelt irgendwie da beim Starfield, weil es hat noch Space Combat. Man kann aber trotzdem auch noch reden mit seinen Leuten drauf. Man kann aber auch das Raumschiff nochmal umbauen, wo irgendwie ich nicht verstehe, wieso und so. Also im Fall, das aber das Fall bin ich schon noch, ich bin dort noch ein bisschen reingekommen, weil einfach zum Teil sind Kämpfe schwierig geworden, dass ich es haben müssen machen. Okay. Und ich finde den Schiff-Editor wirklich, das ist mega geil. Ich bin nicht der Typ dafür, aber ich habe dann gleich auch gefunden, ich will mal mein eigenes haben. Und das ist schon noch geil. Du baust das hure Teil zusammen und wenn du es nachher siehst und du kannst nachher um das riesige große Raumschiff laufen und du siehst die Engines und so, die du abgebaut hast, das ist wirklich geil, aber eben, es ist halt schade. Und es ist schon cool, dass, oder, wenn du mehrere Stöcke hast, also wirklich das Design vom Zeug, das du baust, wenn du im Raumschiff drin bist, ist wirklich das, was du gebaut hast. Das finde ich auch noch faszinierend. Ja, gut, dann müsste ich vielleicht bei dem mal eine Chance geben. Aber du im Moment halt nicht so genau, viel. Ja. Genau, das im Moment ist so, ja gut, ich brauche es ja nicht, wieso, warum soll ich denn so? Aber hat gesehen, es hat Leute gegeben auf YouTube und auf Twitter und wo immer findest du sehr viele Beispiele von dem, die Raumschiff gebaut haben, die unkaputtbar sind, beziehungsweise wo nicht angegriffen werden können von den Gegnern. Weil die Gegner greifen anscheinend immer das Zentrum vom Raumschiff ab und sie haben so wie L-Shapes oder irgendwie so... einfach so ein Quadrat. Ja genau, wo in der Mitte halt einfach nichts ist vom Zentrum vom Raumschiff. Aber das finde ich geil. Jedes Mal, wenn du abgeschossen wirst. Aber das finde ich schon witzig, dass du... Das finde ich jetzt völlig okay vom Game, dass du das kannst wie so ein bisschen austricksen, weil ich meine, das finde ich passt tatsächlich irgendwie trainiert, dass das irgendwie... Aber das hat fix niemand gedacht bei Bethesda. Nein, sicher nicht. Und das wird auch sicher nicht weggepatcht im nächsten Jahr. Also nicht im nächsten, aber so in einem halben Jahr ist das nicht mehr. Hoffentlich nicht, ey.
Aber das zeigt doch auch wieder, dass das möglich ist. Also weißt du, dass es das gibt, ist so, zeigt doch auch, ja gut, Mann, dann weißt du, das ganze Weltraumzeug, das ist jetzt halt einfach auch noch ein Teil, aber das machen dann andere logischerweise schon besser. Also ja, weil es halt einfach Games gibt, wo nur das der Inhalt ist vom Game, oder? Ja, ja. Aber Bethesda Games ja immer so ein bisschen, oder für mich zumindest, wenn du so die einzelnen Teile anschaust vom Gameplay in Bethesda Games, sind die einzelnen Sachen nie gut gewesen, sondern es ist so wie das Gesamtpaket, das dann irgendwie zusammenkommt, was es ausgemacht hat. Yeah. Und bei Starfield ist es jetzt halt ein bisschen anders, weil das Gesamtpaket kein Gesamtpaket ist, sondern viel zerstückelter wirkt. Voll. Und darum fallen halt das so Sachen wie das eben, dass du das Raumschiff wenig brauchst oder das im Weltall wenig machst, fällt wie mehr auf, weil es halt einfach ein portionierter Teil ist vom Spiel und nicht irgendwie eingebunden ist ins grosse Ganze. Stimmt, ja, also, das stimmt. Aber eben, bei mir ist schon, also für mich ist wirklich das, was der Bethesda Games und ich am meisten geschätzt habe, wirklich so Entdecken gewesen, dass du irgendwo hinschaust, also du bist in einer Welt und du wirklich mit den Augen entdeckst du sie. Ja. Und das gibt es da halt einfach praktisch nicht. Das ist ein anderes Entdecken, das ist definitiv voll. So. Und so ist es halt wirklich so, du reist eigentlich um und hoffst eigentlich, wie so, dass du per Zufall an ein verlassenes Raumschiff gehst, wo dann vielleicht mal etwas, eben genau, irgendwie sind sie vom Monster überfallen worden. Das ist witzig, aber es entsteht dann halt nicht wirklich so das Gefühl von einer Welt. Und apropos Monster, was ich wirklich schwach finde, ist die Gegnervielfalt. Es gibt Alien als Tier und dann gibt es Menschen. Ja. Und das ist einfach alles. Und bei den Aliens habe ich mir auch mehr erhofft. Es hat so zwei, drei geile Designs gehabt. Also Bosskämpfe, wo ich plötzlich in irgendeiner Diamantenhülle entdeckt habe. Die sind recht cool und recht schwierig. Aber da habe ich mir auch gedacht, dass irgendwie ein krasseres Zeug oder dass ein bisschen mehr mit den Aliens gemacht wird. Ja. So. Ich mag mich auch genau an den erinnern, mit dem Grossen. Und alle anderen, das sind immer so die Headcrabs-mäßigen da. Die Genau. Ja, andere hat es wie gar nicht. Ja, das ist schade. Und ganz viele Sachen, wie Insekten aussehen irgendwie. Sehr, sehr viele Insekten. Apropos Bugs. was für ein Übergang. das ist ja etwas, wo Bethesda-Spiele dafür bekannt sind. Habt ihr in eurem Playthrough viel damit zu kämpfen gehabt oder ist es gegangen? Weil laut Xbox ist es ja das am wenigsten verbuggte Bethesda-Spiel von allen Zeiten zum Launch. Das haben sie sicher geschafft, das finde ich auch. Also ich habe Bugs gehabt, aber weißt du, schwebt mal durch die Wände und dann hast du wieder müssen laden, damit du reden und so. Aber wirklich nicht schlimm. Also eben. Das war wirklich völlig okay gewesen. Ja, Game-Breaking hatte ich gar nicht gehabt. Aber schon, also, was hat denn so eine gegeben? Die haben ja irgendwie gesagt, 20 Stunden gespielt und ist 2 Bugs gewesen und so. Das ist nicht. Nein. Ich habe schon ein Dutzend irgendwo. Aber es geht dann wirklich mega so um, die ist dann halt dort hinter ihrem Tresen und die Schickel hat so zittert irgendwie. Oder steigst du aus dem Raumschiff aus. Und es sind 2, die ineinander reingeklippt sind, die dann rechts und links weglaufen und so. Aber ich meine, das Zeug, come on, es ist immer noch ein Game, gell? Und ein Open-World-Game. Und da kann ich auch easy wegschauen. So. Voll. Also ich bin ja mega zufrieden gewesen. Ich glaube, es 3 komplett abstürzt gehabt, aber das finde ich über 50 Stunden bei einem Bethesda-Spiel. Okay. Ja, ich meine, im Test, wie Skyrim ausgeliefert worden ist damals, ist auf der PS3 habe ich es gespielt. Und du hast das sowieso auf Konsole, Bethesda auf Konsole, war immer Katastrophe. Ja, nach 15 Stunden hast du nicht mehr können, weißt du, hat das Game so gestockt und es ist offenbar so. Stimmt, ja, je mehr du gespeichert hast, oder? Genau. Ja. Und es ist immer noch ein Bethesda-Game, das heisst, du speicherst sehr viel. Es ist so ganz abgemacht. Das ist ein tiefes Kreis, ja. Ich habe es jetzt auf der Xbox gespielt und bin wirklich überrascht, wie gut das Spiel gelaufen ist auf Konsole. Es hat 30 FPS, das ist es, aber habe ich voll easy gefunden, weil es wird gut kaschiert mit Motion Blur und es fühlt sich mega responsive an und ich bin echt erstaunt, wie gut sie das herbekommen haben zum Launch. Hast du auf dem PC gespielt, Phil, oder? Ja. Aber du bist logischerweise auf PC, oder, Simon? Ja, ich habe keine Konsole mehr. Genau. Also außer Switch natürlich. Best Konsole von dieser Generation. Dort wird es nicht so. Um den Phil hässig zu machen. Aber nein, hast du es mit Controller gespielt, Phil? Oder mit Maustastatur, oder? Ja. Nein, ich meine, das sind so First-Person-Shooter-Games und so. Mach ich mir keinen Gefallen mit dem Controller. Obwohl ich mir einen auch gekauft habe, Tommy. Das ist so geil, der Controller von Starfield. Das ist so schön, der Starfield-Controller. Der schönste Controller, den ich habe. So geil. Aber ich fand, mit dem Controller geht eigentlich noch easy, weil es ist nicht ein richtiger First-Person-Shooter. Also weißt, es ist halt nicht so das
ultra, ultra präzise muss sein, habe ich das Gefühl. Aber ich bin schon noch erstaunt gewesen, dass man, also es ist schon auch ein bisschen Duck-and-Cover-mässig so, es ist jetzt, ich kann, du kannst... Je nachdem, wie du spielst, ja. Ja, ja, also gut, ich kann jetzt, ich kann im Fall auch noch gar nicht bei den Level-Ups, ich habe jetzt noch nie irgendwelche Skills gewählt, weil ich Angst hatte, ich mache irgendeinen Scheiß und so. Und auch meine Waffen irgendwie noch gar nicht gross upgraded, aber das es hat bis jetzt easy gelangt. Das Skilltree ist eigentlich auch ein Schwachpunkt, finde ich. Weil ja, ich bin auch mega enttäuscht gewesen. Ja. Es hat nichts gehabt, wo ich mich darauf gefreut habe. Meistens gibt es irgendwie immer so fünf Sachen, wo ich sage, oh, das muss ich unbedingt haben, ich spare alles, um dort herzukommen. Aber jetzt hat es wie ein, zwei Sachen gehabt, die ich relativ schnell erreichen konnte. Und dann ist so, ja, pff, bekomme einen Skillpunkt. Ach, krass, das ist bei euch, ist euch auch so gegangen. Weil ich bin wirklich frustriert eingesessen und dann alles angeschaut. Das, nein. Also mittelmässig irgendwie. Ja, dann ist er nicht mal schön designt. Das finde ich auch so ein Brunz. Ja, das ist so eine lieblose 2D, wirklich so PowerPoint-Präsentation. Ja, das sieht wirklich schlimm aus, das Skilltree. Nach dem Skyrim-Skilltree, wo ja so huere geil war mit den Sternen und so. Stimmt, dort hast du richtig Bock gehabt zu investieren und es ist immer heller geworden und so. Das ist eine Idee. Weiß ich gar nicht. Und wie hat er den zweiten Teil von den Skills gefunden? Die Powers, die Superkräfte? Die habe ich natürlich gar noch nicht, weil da musst du eine Hauptquest spielen. Du bist noch gar nicht so weit, okay. Ja, kommst du relativ gleich mal über. Also, vor allem, du kannst nachher einfach vermeint, er zeigt es dir auf. Kannst du direkt hier rein, kannst alle holen. Ah, kannst du eben nicht. Das ist das Mühsame. Du musst ja immer zum Wladimir raufgehen. Ja, so, ja, schon. Aber ich meine, du kannst sie wirklich einfach eins am anderen dann holen. Ja, klar. Aber du musst immer, nachdem du es gesammelt hast, musst du zurück zu ihm gehen. Er sagt dir, wo das Nächste ist. Und dann musst du zurück zum Nächsten gehen. Ja, bei diesen Questlines oder neben Main-Quests sozusagen, musst du nicht machen, die Powers sammeln. Aber kannst, wenn du willst. Aber dort ist mir das mit den Menüs und mit dem Schnellreisen hat mich am meisten genervt. Das war wirklich einfach ein stumpfes Hin- und Her-Reisen. Ja, ja. Gib mir doch einfach alle Locations von diesen scheiß Tempeln, wo ich die Powers einsammeln kann. Und so, dass ich nicht jedes Mal zu dir zurück muss gehen. Aber dort bin ich eigentlich auch recht enttäuscht gewesen, schlussendlich bei den Powers. Ich habe gefunden, also die ersten, die du bekommst, sind recht geil. Die habe ich auch recht oft gebraucht. Zum Beispiel Anti-Gravity ist eins. Wenn du das aktivierst, dann schweben dann die Leute vor dir in einem bestimmten Umkreis. Und das ist verdammt geil. Dann kannst du einfach abknallen. Aber nachdem hat es mega lange nichts mehr gehabt, wo ich gefunden habe, das würde ich jetzt gerne einsetzen. Es hat noch, ich habe natürlich nicht alle gehabt, also ich glaube, ich habe die Hälfte gehabt. Es sind eigentlich schon noch einige. Es sind verdammt viele, Ah, wirklich? Ah, und die musst du dann aber in einen Slot rein tun. Kannst nicht alle auf einmal brauchen, oder? Ja, das ist in deinem Schnellauswahlmenü drin. Aha, okay. Also, das ist auch das Ding, das Schnellauswahlmenü ist einfach zu klein. Es gibt so viele Waffen, plus wenn du noch die Powers freischaltest, ist dumm. Es hat einfach keinen Platz für alles. Vor allem, und darum habe ich viel und nicht gebraucht. Was ich aber viel gebraucht habe, und das spricht aber nicht dafür, dass das Game, ich finde, das Design ist zum Teil dumm. Ich habe meistens die eigene Atmosphäre gebraucht. Weißt, das so habe ich auch gebraucht. Ja. Das ist so ein Witz. Die Atmosphäre ist eigentlich Wurscht. Oder? Das ist ja auch so etwas. Es könnte ein geiles System sein, aber schlussendlich tust du den Anzug und alles ist gut. Aber wenn du Übergewicht hast, was du immer hast in dem scheiß Game, das ist kein scheiß Game, aber das regt mich auf. Und dann verbrauchst du mehr Sauerstoff und dann machst du einfach mit dem Zauber eine eigene Atmosphäre. Dann kannst du wenigstens voll sprinten. Aber weißt, das ist so. Das Game, du musst eine Hürde in den Weg legen, damit ich ein anderes Ding muss brauchen. Ich habe schlussendlich das mit über die Console-Commands habe ich das Gewicht auf 3 Tonnen nur gehabt. Das ist einfach, ich finde, du cheater! Zelda Breath of the Wild kannst auch ohne. Zelda kannst auch ohne, Mann. Wie kannst du dich zumüllen, wie du willst. Wieso kannst, das ist so unnötig. Und vor allem das Willen, dass du alles Scheiße sammelst. Hey, aber immerhin, ist ja nicht mehr so wie der alte Bethesda-Spiel, dass wenn du zu viel Gewicht hast, dass du dann langsam läufst. Also du kannst immer schnell laufen. Es kostet dich einfach... Und kannst nicht schnell reisen, dann, wenn du das hast. Also das ist jetzt in Cyberpunk, wo ich jetzt so wieder am Spielen bin, habe ich auch vergessen, dass wenn du das Gewicht überschritten hast, dann läufst du einfach verdammt langsam und das nervt auch... Dafür kannst du jede Waffe einfach auseinandernehmen. Das macht, erstens ist das lustig. Stimmt, ja. Ein Zeugs Disassemble ist etwas Witziges und das kannst du auch nicht. Das kannst du nicht, das ist schade. Das ist confusing, oder? Da haben alle gemeint, und vor allem, glaub, wenn du das erste Mal das machst, ich habe es noch nie probiert, aber glaub, wenn du das erste Mal machst, gehst du fix davon aus, dass du nachher irgendwie das Scope kannst wegnehmen und so, bla bla bla. Logisch, und dann passiert das einfach nicht. Dann ist sie what? Nö, das ist weg, genau. Bei den Powers, es hat noch eins gehabt, vieles würde mich noch wundern, ob du das freigeschaltet hast. Da bin ich recht erstaunt gewesen und habe es schade gefunden, dass es nicht schon früher freigeschaltet wurde. Andererseits hätte es keinen Sinn gemacht, von der Story her. Parallel Self heisst es. Hast du die gehabt? Das habe ich, glaube ich, nicht gehabt. Du kannst eine Version von dir aus einem anderen
Universum herholen nein. Und die kämpfen dann zusammen mit dir. Ja. Und das habe ich recht geil gefunden. Das ist geil, ja. Und das ist so ein recht game-changing, finde ich. Weil der ist neben deinem Companion zusätzlich nochmal jemand, der rumballert, der die gleichen Skills hat wie du. Klar, der bleibt dann nur ein paar Sekunden. Aber das habe ich recht geil gefunden. Es hat mich überrascht, dass so etwas so spät noch kommt. Hey, eben irgendwie, ich meine, vielleicht müssen wir jetzt zum Schluss noch ein bisschen positiver werden, weil irgendwie, ich glaube, vor allem du, Domi, hast am positivsten gefunden, aber auch ich habe es ein gutes Game gefunden. Ich habe eigentlich erstaunlich viel Lust gehabt, aber es ist halt tatsächlich beim Spielen, habe ich sie dann zum Teil eben, die Lust wieder verloren, weil es einfach, entweder habe ich nichts Witziges entdeckt, aber was wirklich mehr, was mich schon lang motiviert hat, ist eben, weil die ganze Welt ist mega schön designt und es gibt viel zu tun. Das Ballern, die Waffen sind mega geil. Es hat für mich dann wie, ich kann nicht irgendwie etwas Einzelnes hervorheben, das war es gewesen, sondern es ist so in der Summe einfach, ist es eben als Open-World-Game, weißt du, irgendwie, du findest viel Loot, der Loot ist witzig, der Schlüsselknacken ist lustig. Schlüsselknacken ist das beste Schlüsselknack-Minispiel, das sie hat gegeben. Absolut, absolut. Nein, da auch wieder Nier Automata als Hacking-Game, habe ich auch sehr gerne gefunden. Das ist auch noch witzig, ja. Aber es ist immer viel witziger, jetzt bei Cyberpunk bin ich auch wieder am Verzweifeln mit diesen huren blöden Hacks, die du machen musst. Mit dieser Matrix, mit diesen Zahlen und Buchstaben, die nerven mich huren im Vergleich zum Digipick. Ja, ja. Digipick heisst, oder? Digipick, ja. Genau, der ist der beste Name. Ja. Nein, ich habe schlussendlich genug lustige Sachen gehabt. Ich habe jetzt, wo wir den Podcast da aufnehmen, eben wie gesagt, nur etwa die 10 Stunden investiert, aber ich habe jetzt richtig Bock, nochmal zu meinen gehen. Jetzt, tatsächlich die Mainquest mal doch einmal anzuschauen und so. Vielleicht muss ich, aber eben, ich komme dann wahrscheinlich von meinem Roleplaying-Gedanken weg, weil mein Dude eigentlich die Mainquest, aber ja. Nein, aber ich habe irgendwie schon noch Lust, da nochmal ein bisschen reinzutauchen. Ich glaube, sie werden sicher auch nochmal weiterspielen, um zu schauen, was sich alles in den New Game Plus verändert. Also das geht, das kann man nochmal, das taggt sich und dann gibt es vielleicht nochmal etwas Neues oder so. Du startest dann wieder, die erste Quest ist dann wieder in die Constellation gehen, die kennen dich dann nicht. Und dann gehst du wieder die Artefakte suchen, weil du kannst erstens das, musst du die Artefakte nochmal suchen. Mhm. Und wenn du die hast, dann kannst du die Endmission nochmal machen. Du kannst auch die Powers alle nochmal suchen und sie aufleveln so. Okay. Stimmt, aber du kannst es nochmal stärker machen. Ja, aber stimmt. Im Minimum musst du einfach die Artefakte wieder gut zusammensuchen. Und wie lange geht Main Story, wenn du sie so einmal durchspielst? 20, 30 Stunden? Oder? Nein, 10 Stunden oder so. Wenn du im Mainline 10 Stunden. Ja. Ist das so? Sicher, ja. Mensch? Ja. Er hat schon gesagt, 20 Stunden mindestens. Nee. Nein. Ich habe 20 Stunden gehabt. Also kann man sie eigentlich in 2 Jahren durchrushen. Also ich weiss es einfach von anderen aus, wo du erzählt hast, dass sie es in 10 Stunden geschafft haben. Und ich glaube es im Fall, weil ich habe halt auch wirklich ständig wieder irgendetwas anderes gemacht. Ja. Und hast dann vielleicht bei 30 Stunden gehabt, oder? Okay. Aber ich glaube, das würde schon schaffen, ja. Ja, gut. Aber ich weiss nicht, wie es mit dem Schwierigkeitsgrad ist. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil die Gebiete haben ja Level. Darum, ich weiß gar nicht. Sie müssen mega spät checken, dass die einzelnen Planeten und Universen, dass dort hinten dran ein Level steht. Also kann man es anschauen, oder ist es... Es steht im Sternengebiet, also wenn du irgendwo hier reist, ist jetzt glaube ich oben links steht der Level. Ah, ja. good to know. Nie gesehen, bis in der letzten Stunde von meinem Spiel. Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, irgendein Detail, das wir nicht besprochen haben, wo ihr gerne würdet, hervorheben würdet? Irgendetwas, das besonders gut oder besonders schlecht war oder euch genervt hat? Irgendetwas, das wir noch nicht besprochen haben? Hey, nein, ich wollte nicht mehr motzen. Das ist wirklich wie so... Das sticht halt raus irgendwie. Aber ich glaube, das zeigt eben auch irgendwie, man regt sich auf über etwas, was eigentlich gut ist und könnte besser sein. Darum reg ich mich zumindest dann auch sehr fest auf. Aber ich finde wirklich, es hat ein sehr schönes und auch stimmungsvolles Game. Und das, eben, coole Sachen mit den Raumschiffen, die du kannst bauen und dann Planeten mit der Schwerelosigkeit. Oder weißt du, du kannst in Schwerelosigkeit, wenn du mit den Laserwaffen ballerst, dann jagt es dich hinter vom Rückstoß. Und so Zeugs, das sind dann witzige Details. Es hat viele coole Sachen und es ist wirklich ein cooles Design. Eben, vielleicht schaffen sie es dann beim nächsten Mal auch noch, das auf die Gesichter anzuwenden. Ja, das wollte ich gerade fragen. Meinst du, bei neuen Elder Scrolls, wo ja jetzt, hat man irgendwie durch einen Leak erfahren, geplant ist für 2 oder 3 Jahre, oder was? Nein, 26.
26, ja. Meinst du, die haben vielleicht dort mal eine neue Engine gemacht? Oder tun sie einfach wieder die updaten und es ist dann... Mittlerweile habe ich das Gefühl, sie nehmen wieder die... Ja. Ich glaube, die bleiben dabei, ja. Ich habe jetzt keine Erwartungen mehr, weil ich also aus dem Starfield wirklich bin ich überzeugt gewesen, dass das besser wird. Und ich auch, ja. Es ist schon ein bisschen besser geworden, muss ich schon sagen. Aber, das schon, ja. Aber wenn du eben Baldur's Gate vorhin gespielt hast, das ist halt schon einfach ein Killer. Wenn das Baldur's Gate nicht cool wäre, hätten wir vielleicht ein bisschen eine andere Meinung. Aber ja. Das ist definitiv so. Ja, nein, ich würde noch gerne ein Shoutout an den oder die geben, die Türen in diesem Game designt haben. Ja. Habe ich ja gedacht, der Door Simulator 2000 ist das. Es hat jegliche erdenkliche Möglichkeit für Türen. Es macht nur Spass, Türen aufzutun. Ja. Es gibt irgendwie 1000 verschiedene Türen, die auf 1000 verschiedene Arten aufgehen. Das ist so geil. Mach doch vielleicht das Anime-Design so in der Vielfalt. Dann wäre es vielleicht auch geil. Das stimmt. Gegner stimmt auch. Finde ich im Fall auch noch, die sind jetzt nicht super intelligent, aber immerhin, eben, dass die zum Teil einmal wegrennen, wenn sie in Unterzahl sind. Das machen Games sonst nie. Ja, das stimmt. Oder hure selten. Und das ist jetzt einfach auch wieder mal... Werdet von mir eiskalt abgemurkst. Natürlich. Experiment 54 kennt keine Gnade. Das stimmt, das ist mir dann aufgefallen. Ja, okay. Gut, ja, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber für das nächste Bethesda-Spiel, was würdet ihr euch wünschen? Neben den Gesichtsanimationen, jetzt, die wir schon besprochen haben, was müsste Bethesda achten, dass das nächste Spiel wirklich wieder richtig legendär wird, also, wie Fallout 3 oder Skyrim? Wissen wir, dass es Elder Scrolls ist? Mhm. Ziemlich sicher. Ja, das wird ja ziemlich sicher. Ey, wieder ein bisschen kompaktere, lebendere Welt als jetzt irgendwie das. Also weißt du, nicht 1000 Gebiete, sondern vielleicht einfach 5 geile. Mhm. Ich finde, sie müssen unbedingt, muss das Game reaktiver werden. Das muss nicht wie Baldur's Gate sein. Aber ich finde einfach, das hat für mich den Anspruch schon auch gehabt und nicht nur das, dass ich einfach möchte, ich wollte mehr, dass das Game mir mehr Möglichkeiten gibt, ausser, hey, sorry, einfach reden und schleichen. Das ist beim Deus Ex vor 20 Jahren schon möglich gewesen. Mhm. Und das hat es besser gemacht. Und das hat mich fast am meisten gestört, dass wie so, es ist so linear, aber du hast das Gefühl, es müsste dir mehr Möglichkeiten geben, weil ich weiß nicht, ich kann doch da irgendwie etwas aufschiessen. Das wäre so schön, wenn man einfach mal ein bisschen mehr Freiheiten hätte. Voll. Und das geht aber auch Hand in Hand, weil wenn du ein kleines Gebiet hättest, könntest du mehr so Sachen wahrscheinlich einbauen, weil dann, dann hast du mehr Zeit für so Details. Also. Aber grösser ist ja bekanntlich besser. Oder? Ja, aber das ist ja wie fucking Assassin's Creed und überall und das macht mich einfach, da bin ich einfach wie schon raus. So. Weißt du, ich bin 40, ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Game. Spider-Man wird gross. Aber es wird, glaube ich, gut. Ja, aber überschaubar. Das ist ja schon überschaubar. Ich finde zwei gute Punkte. Bei mir so vor allem das Erkunden, das zusammenhängende Welt ist. Ich glaube, das, was mich am meisten geflasht hat das Jahr, ist immer noch Zelda. Und dort halt einfach das Gefühl, dass du etwas siehst in Ferne und dorthin gehst und irgendwie belohnt wirst, weil du dorthin bist gegangen und das bist gekommen. Das wünsche ich mir wieder vom nächsten Bethesda-Spiel, dass die Magie, die ich hier gespürt habe, dass ich die nicht durch Schnellreisen spüre im nächsten, sondern dass ich sie wirklich spüre durch selber Erkunden. Ich glaube, das ist mir so am wichtigsten. Und ich glaube auch, also Elder Scrolls sehe ich jetzt auch nicht, dass es... Es wird wahrscheinlich wieder eine relativ konventionelle Map, Open-World-Map werden, die vielleicht ein bisschen zusammenhängender ist, hoffentlich, als das, was wir bei Starfield hatten. So. Das hoffe ich auch. Gut, ja. Dann wäre es das gewesen, glaubst du, zu unserem Spoilercast zu Starfield. Ich werde, wie gesagt, sicher noch ein paar Stunden da rein investieren, falls ich dann mal wieder Zeit finde. Neben all diesen anderen Games, die jetzt gleichzeitig rauskommen, alle. Was kommt noch? Ja, jetzt der Cyberpunk, dann Spider-Man, Super Mario Bros. Alan Wake ist auch noch nächstes Monat. Super Mario Bros. Was ist das für ein Super Mario Bros? Das ist noch das zweite. Wonder. Ja, mit dem Melon, wo du Elefant wirst und zwei. Ja, genau. Also, es gibt viel zu tun, aber ich werde definitiv wieder zurückkommen zum Game. Für das ist es cool gewesen. Ja, ich habe aber immer noch Armored Core, wo ich ums Verrecken habe. Das ist mega geil. Lies of P. Darum müssen wir jetzt aufhören. Nice. Genau. Okay. Fuck, wir müssen gamen. Genau. Ja, merci vielmals fürs Zuhören, merci vielmals fürs Mitdiskutieren. Und wie gesagt, die nächste Techtel-Mechtel-Episode, reguläre, kommt ja wie geplant morgen raus. Genau. Also, viel Spass beim Starfield-Spielen noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Miteinander.